Zuerst einmal ist die österreichische Jugendmeisterschaft für die jungen Segler in Österreich meistens einmal so der Saisonhöhepunkt, weil da kann man sich sozusagen den Jugendstaatsmeistertitel holen und der hat natürlich sehr einen großen Wert. Und es ist auch der einzige Bewerb in Österreich in den Jugendklassen, wo alle Jugendklassen so gemeinsam am selben Ort sind. Ich bin schon oft bei der Jugendmeisterschaft gewesen, ja, in meinem ganzen Leben. Ja. Und es war immer eine coole Veranstaltung, es hat mich immer motiviert, zum alle anderen Bootsklassen sehen, wenn ich da im Opti war und dann hast du einen Laser gesehen und dann 420er und so weiter. Wenn man sich überlegt, welche Leute da Jugendmeisterschaft gewonnen haben oder wo gut waren und dann auch weitergesegelt sind bis zu den Olympischen Spielen, muss ich sagen, ist schon eine der Regatten, wo man sieht, wo denn die Zukunft für Österreichs Segler denn rauskommt. Auch ist es schon ein bisschen ein Aufzeigen und zu zeigen, ja, ich bin hier und ich bin ein guter Segler. Und wenn man da erfolgreich ist, zeigt man auch ein bisschen auf, vielleicht, dass ich einmal ein bisschen weiter im Segeln möchte Richtung Olympia. Also die Jugendmeisterschaft ist für die Jugendlichen einmal in erster Linie der allerwichtigste Event im Jahr, wo sie viel kennenlernen können, sich gegen die Besten im Land messen können, teilweise auch mit internationaler Beteiligung. Und natürlich ist die Jugendmeisterschaft auch für den Segelverband ein wichtiger Faktor, auch wegen Talentsichtung, auch um vielleicht die ein oder anderen Teamkonstellationen für zukünftige Teams ein bisschen zu fördern und einfach auch um das Geschehen im österreichischen Segelsport mitzuverfolgen. Da draußen ist sehr anspruchsvoll zu segeln, finde ich. Also es ist sehr unterschiedlich immer und man muss ziemlich genau schauen und sehr weit vorausschauen, damit man dann damit irgendwie ja, was anfangen kann und dann gut am Ende rauskommt oben. Jugendmeister oder Leute, die hier gut abgeschnitten haben, die auch in ihrer späteren Karriere dann durchaus gute Ergebnisse erzielen. Es ist aber weder das eine noch das andere Garant dafür, dass man vielleicht nicht ein guter Segler wird oder die Erfolgskarriere dann so weitergeht. Aber wir sehen an ein paar Beispielen, wie dem Anne Geritzer, der die Jugendmeisterschaft 7-mal gewinnen konnte, dass natürlich das schon helfen kann, um sich im Segelsport zu etablieren. Ja. Ja, ich freue mich sehr, dass ich sehr viele Wettfahrten von den, ich glaube 7 Wettfahrten waren es insgesamt, gewinnen konnte. Und ja, ich freue mich schon auf die nächsten Wettfahrten und Regatten und hoffe, dass ich dann auch wieder gut dabei bin. Das Gefühl ist sehr gut, vor allem nachdem ich die letzten 4 Jahre immer sehr knapp dran war. Einmal Vierter, einmal Dritter und zweimal Zweiter. Das ist jetzt ein sehr gutes Gefühl, endlich ganz oben am Podest stehen zu können. Es war für uns sehr unerwartet, weil wir nach dem zweiten Tag schon sehr weit hinten waren, da wir am Anfang eigentlich 3 Streicher eingesegelt sind, was eigentlich nicht so vorteilhaft ist, konnten uns aber dann durch die letzten 2 Tage noch mit jeweils 2 Ersten in 2 Wettfahrten nochmal nach vorne an die Spitze bringen und sind jetzt ziemlich zufrieden, dass es dann doch für uns so wie erhofft ausgegangen ist. Ja, also es fühlt sich natürlich super an, weil wir sind heute mit sehr wenig Abstand zum zweiten Platz in die Races gestartet. Aber ich glaube, wir haben es super gemacht, 3 gute Races gemacht und ja, haben uns das, glaube ich, gut verdient. Ich hatte einen recht guten Bootspeed und habe in gewissen Situationen einfach die Ruhe bewahren können und habe es dann für mich entschieden. Sehr gut, weil das ist der erste große Titel, den ich jetzt in Österreich habe. Und letztes Jahr war ich das erste Mal bei der Europameisterschaft und dieses Jahr war ich bei der Weltmeisterschaft. Und ich bin jetzt halt immer noch sehr jung und habe jetzt die Chance, noch einmal Jugendmeister zu werden.
It's gonna be a good day.